Not a new amount of some people living their life in bottles. Granddaddy had the golden flask, packed up every day in Chicago. Some people like the way it feels, some people want to kill their sorrows. Muss ich sagen, es ist schon okay. Es fehlt eben die Musik nebenbei. Das ist wichtig. Und ich glaube, ich schneide doch das hier in zwei Parts. Da habe ich A, habe ich mehr. Und B, ist das doch ziemlich lange Folgen, was ich jetzt schon aufgenommen habe. Und weil ich die halbe Stunde davor, jetzt hier die Runden, allein jetzt hier 17 Minuten mal eins, eine Minute, das mal 17 oder eine Runde, wären wir ja schon bei 17 Minuten, also wir nehmen hier auch schon mal 20 Minuten schon wieder auf. Wo habe ich denn jetzt so viel Zeit rausgeholt? Wie gesagt, wir nehmen das hier alles als Spaß. Das ist kein Ernst. Also wenn ihr hier an die Aufnahmen von gerade stand am Minus. An Dena, an Nalu und Spitzmietdecke. Die sind ja teilweise, die sind ja wirklich danach verschwitzt. Das wird bei mir nicht so schnell passieren, weil ich ja eben das locker nehme hier die ganzen Runden. Kein ernster Farben, kann man sagen. Das, Alter, der kann sich aber auch auf den Nasen halten. Selbst wo er in der Boxengasse war. Warum fährt er hinterher? Ja, das ist eigentlich realistischer. Wer kommt jetzt? Also Platz ist genug. Ferrari, oder? Was sagt denn jetzt eigentlich? Ja, ich muss auf Mager fahren. Das kotzt mich jetzt am meisten an. Na, dann soll er doch kommen. Habe ich schon 10 Sekunden, Stop and Go. Bei können ist das gut. Und Ricardo der 17. Ja, ich kann doch schon gar nicht mal wirklich lenken. Die Box will ich aber auch nicht. Auch nicht. Und wir sind in der 19. Runde von 36. Soft. Ich weiß gar nicht, was jetzt W die Abkürzung ist. Nee, weich. Ich glaube, das ist weich. Das ist ultra soft, super soft. Da bin ich jetzt. Und wir gehen dann auf den nächsten Weg auf die super soft. Soft haben wir nämlich keine mehr. Ich da mal ein paar mitgenommen habe, weil ich so schlau war. Ich kann mir gar nicht
vorstellen, das jetzt hier mit Tastatur zu spielen. Ja, ich habe auch allein keine Kupplung. Allein das ist schon ein Unterschied. Aber gut. Das haben wir von mir ein bisschen Zeit einmal allerdings ausgeholt. Klar, wir verlieren jetzt die Zeit, weil ich auf dem Mager fahre. Das ist natürlich selbstverständlich. Aber naja, okay, gut. Ich frage mich, ob mich hört, weil ich relativ weit weg vom Mikrofon sitze. Aber ich glaube, so laut wie ich rede, ja, das müsste gehen. Man kann sich auch denken, was ist das für ein... Blaue Flagge, blaue Flagge. Ja, so rankommen. Soll der rankommen? What the fuck? Er hätte mich jetzt auch noch rausholen können. Scheiße. Chrome sagt mir gar nichts. Ja, ich glaube mal Boxenstopp wäre jetzt langsam gar nicht mal so schlecht. Ich habe eine Runde mache ich noch. Wenn nicht, dann macht's nicht gut. Dann sind irgendwelche Reifen weg. Und dann bin ich eben ausgeschieden. 7 Runden früher aufgehört. 7 Runden? Nicht mal 7 Runden? Gut. Okay, gut. Und dann kann ich nämlich als nächster rein. Boxenstopp. Dass ich hier einfach komplett abschieße. Das wird auch in Monaco richtig geil nächstes Mal. Ich muss sagen, Formel 1 ist schon so von der Qualität her und allem richtig geiles Spiel. Wenn das wirklich jetzt nur noch 23 Euro kostet, dann werde ich mir das holen, weil es sind fast 50% billiger. Oder sogar über, weiß ich jetzt nicht. Krass. Dann werden wir aber auch konzentrierter und härter und alles mögliche spielen. Und dann wurde ich übernommen schon. Weil ich eben die ganze Einfahrt gemacht habe. Strafe? Oh, 5 Sekunden ist eine große Strafe. Und die habe ich 2 Mal. Los, los, los! Da wechseln sie meinen Flügel nicht, da habe ich den Flügel ausgemacht. Nein! Was bin ich ja nicht letzter, das ist schon mal am besten, glaube ich. So. Ich hatte schon mal überlegt gehabt, um 1 mehr aufzunehmen. Aber da war ich so die Überlegung, ja gut, Formel 1 ist sehr teuer. Wenn du aber dann nicht das öfters mal spielst und lebst damit, was ich eben bei vielen Rennspielen schon hatte, ist eben das Problem, jo, jetzt hast du einen Haufen Geld ausgegeben, für was? Ein Spielzeug, richtig. Am liebsten würde ich ja mir eine CD kaufen. Weil ich liebe CDs ansammeln und sowas. Das finde ich geil. Sieht geil aus. Finde ich auch cool. So.
Alonso, ziemlich weit hinten. Ja, deswegen war ich bisher so abgeschreckt, Formel 1 überhaupt mit zu kaufen. Das war nicht geplant. Das war nicht geplant. Welches Schild habe ich hier mitgenommen? Das 100er oder 150er Schild? Ja, voll eingelenkt und weg war ich. X. So, und jetzt am besten nochmal von vorne. Links 2. So, da komme ich an. Da das Schild mitgenommen, Kontrolle verloren, Gras rüber und alles mit. Stopp. So, stopp. Mal kurz als die Sicht des Fahrers. Ja, da habe ich alles rumgerissen, was ging. Was ist das für eine Sicht gewesen? Mal die hier normal und Gras und drüber und alles zerdonnert vorne. Oh, nee, ja, gut, dann würde ich sagen, das war's leider mit diesem Part. Wir werden uns nächstes Mal in Monaco mal sehen und da wissen wir jetzt schon, wie es endet als Anfänger. Ich bin jetzt in Österreich gewesen und das war ist eine leichte Strecke. Nee, das wollte ich nicht. Ja. Und das ist scheiße. Da komme ich raus. Ja, fotografiert mich noch eher, Idioten. Ach, kann man das hier ein kleines bisschen überspringen? Oh. Und Mercedes fährt hier heute einen großartigen Sieg ein. Mercedes hat gewonnen, okay. Also Stefan, wie hat er das denn angestellt, sich heute so... Und hier sind die Fahrer, die es nach diesem... Nee. Stefan, ich würde gerne von dir wissen, wer dein Fahrer des Tages war. Wenn man sich überlegt, ob uns nicht reinziehen. Wo Jean begonnen hat und wo er jetzt steht, das ist eine wirklich starke Leistung. Also kann nur er heute der Fahrer des Tages sein. Weiter. Nee, das kann man sich nicht reinziehen. Leute, wie gesagt, bis zum nächsten Mal in Monaco. Sagt euer Vinzi. Ciao.